Hallo, liebe Bewohner. Es ist Samstag, der 15. Januar 2022, 13.08 Uhr hier auf Hateno. Ein weiterer wunderbarer Samstag, an dem KK auf unserem Festplatz auftritt. Er nimmt Publikumswünsche entgegen. Wenn es also etwas gibt, das ihr hören möchtet, geht zum Festplatz. Und damit mache ich mich wieder daran, euch das Inselleben so angenehm wie möglich zu gestalten. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Animal Crossing. Der Plan für heute ist, wir besuchen Kakariko. Wir besuchen meine andere Insel, meine erste Insel. Und dafür haben wir noch ja, gar nicht so viele Vorbereitungen. Ich wollte gerade sagen, wir müssten, glaube ich, ein bisschen das Inventar aufräumen. Aber das ist gar nicht so. Das Inventar sieht schon sehr gut aus. Sehr schön. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir uns auch direkt auf den Weg und verlieren gar keine Zeit. Und besuchen mal eine andere Insel. Dazu müssen wir einmal zum Flughafen. Denn ich möchte endlich die restlichen Früchte haben, die uns jetzt schon die ganze Zeit fehlen. Und die holen wir uns jetzt einfach mal auf einer anderen Insel ab. Hallöchen! Oh, hey, 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 willkommen am Tor zu den Lüften, dem Flughafen von Hateno. Wie kann ich dir denn behilflich sein? Ich möchte fliegen. Oh, Roger, so, für die Unterlagen müsste ich noch eins wissen. Wo möchtest du denn hin? Jemanden besuchen, bitte. Aha, möchtest du jemanden auf einer anderen Insel besuchen? Falls du zum ersten Mal Leute auf einer anderen Insel besuchen oder hier empfangen willst, dann gibt es ein paar wichtige Punkte, die du unbedingt zur Kenntnis nehmen musst. Ist nicht wenig, gebe ich zu, aber es muss ja rechtlich alles in trockenen Tüchern sein. Also lies es dir bitte komplett durch, okay? Okay, lokaler Modus und Online-Spiel. Beim lokalen und Online-Spiel können Mitspieler von Spielern erstellte Texte und Grafiken sehen. Zum Beispiel Namen, Chats, Beiträge am schwarzen Brett, das Aussehen der Insel, Zimmer in Häusern, eigene Designs und andere Inhalte. Bitte achte darauf, welche Inhalte du beim gemeinsamen Spielen mit anderen teilst. Danke, dass du dir den Kram durchgelesen hast. Kommen wir nun zum nächsten Schritt. Möchtest du über den lokalen Modus zu einer Insel in der Nähe oder per Online-Spiel zu einer weit entfernten Insel? Nimm lokalen Modus, bitte. Ja, geht klar. Ich trenne die Internetverbindung und bereite alles für den lokalen Modus vor. Okay. Okay, jetzt wird gespeichert. Schon mal gut. Internetverbindung wird getrennt. Suche nach Inseln läuft, jo. Ja, wir haben gerade einen Flug nach Kakariko startklar. Möchtest du dorthin? Ja, gerne. Abreise wird vorbereitet. Oh, sehr schön. Oh, ich freue mich. So, dann kann es losgehen. Viel Glück. Dankeschön. Also ich muss dazu sagen, Kakariko ist noch nicht perfekt. Es gibt noch viele kleine Stellen, die bearbeitet werden müssen, die ja noch nicht final sind. Aber ich liebe diese Insel trotzdem. Hier spricht euer Captain. In Kürze erreichen wir Kakariko. Bringt eure Sitze in eine aufrechte Position und prüft, ob auch ja alles okay. Die Ortszeit beträgt 13.12 Uhr und der Himmel ist wolkenlos. Ach, die Temperatur ist ja ganz okay, ne? Gut, festhalten. Nicht umsonst sind wir eine einzige Fluggesellschaft mit der Wasserlandelizenz und so weiter und so fort. Haben wir schon einen kleinen Einblick bekommen, wie Kakariko aussieht? Wie gesagt, ich habe diese Insel sehr naturbelassen gehalten, sehr natürlich. Und bin damit wirklich zufrieden und glücklich. Bis auf, wie gesagt, ein paar kleine Stellen, die noch ausgearbeitet werden müssen. So! Kommuniziere per Chat. Drücke R, um allen Mitspielern eine Nachricht zu schreiben. Ausgetauschte Nachrichten kannst du auf deinem Nook-Phone in der App Chatlog nachlesen. Okay, guten Tag. Da haben wir Shinny, meinen anderen Charakter.
Wir sehen uns nicht ähnlich, ne? Habe ich gut hingekriegt, dass wir uns nicht ähnlich sehen. Sehr schön. Ja, wenn man hier auf Kakariko ankommt, hat man erstmal so eine kleine Wartebank. Und, hier direkt dann die Schneiderei. Die so eine kleine Schneiderecke hat. Hier kann man sich hinsetzen, was trinken. Also ganz gemütlich und entspannt. Und dann geht's hier hoch zum Shop. Kann man sich hier auch nochmal hinsetzen. Hat hier noch so kleine Verkaufsstände davor. Ja, hier steht noch der Kürbistisch von Halloween. Den hatte ich da einfach so hingeplünkt. Komm, wir gucken mal, ob wir hier irgendwas Schönes wegkaufen können. Eigentlich sind wir ja zum Früchte holen da, ne? Ja, nee, das sieht nicht... Also der Tisch ist schon ganz cool, aber... nee. Nee, lassen wir mal. Guten Tag, ich bin auch schon wieder weg. Wollte nur mal reingucken. So, sehr schön. Dann haben wir hier unten die Möglichkeit, am Strand entlang zu laufen. Und dann kommen wir zu unserem ersten Bewohner. Oh, sie ist auch gerade zu Hause. Dann sagen wir doch mal Hallo. Sagen wir unseren Bewohnern doch mal Hallo. Ist die nicht süß? Guck mal, wie süß sie ist. Wir kennen uns noch nicht, oder? Ich heiße Marianne. Und du bist also die Shinguin. Was für ein schöner Name. Ich hoffe, du kommst mich jetzt immer besuchen, wenn du auf Kakariko bist. Bestimmt, Marianne, bestimmt. Sehr süß bei ihr. Alles pink und quietschig und... Einer meiner Oktopusse hier. Ja, sie wohnt halt hier am Strand. Hier wollte ich für sie auch noch die ganze Zeit irgendwie was Schönes außen dekorieren. Aber ich habe noch nicht irgendwie... Nee, ich habe es noch nicht gefühlt. Dann haben wir hier my Love. Guckt, wie süß sie ist. Guckt, wie süß sie ist. Hi. Oh, ein neues Gesicht. Mein Name ist Fatima. Du bist wohl von einer anderen Insel zu Besuch gekommen. Verstehe. Shinguin heißt du also. Habe ich das richtig ausgesprochen? So, auf Kakariko hast du jetzt zumindest eine Freundin. Maki. Oh, ich liebe sie, ne? Ich liebe sie. Und sie wohnt hier auf meinem kleinen Bauernhof. Hier ist mein kleiner Bauernhof. Mein Früchten ist halt sehr minimalistisch gehalten. Ich sehe gerade, ich habe aktuell gar kein Zuckerrohr angepflanzt. Hä? Hallo? Oh, wer bist du denn? Ach so, wahrscheinlich zu Besuch hier. Ja, schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Ottokar und ich wohne hier. Lass uns Freunde sein. Und meine kleine Rubina. Hey, wo wohnst du denn? Ach, du bist nur zu Besuch. Hey, cool, dich zu ihr zu treffen. Lass uns Freunde werden. Ich bin Rubina und die Trendsetterin von Kakariko. Schön, dass sie alle hier draußen rumlaufen. Gut, ja, hier kommt man dann halt weiter bei der Insel. Wie ihr seht, ist es halt alles sehr natürlich und bergig. Und, ja, hier stehen noch ein paar Kürbisse rum. Auch noch von Halloween. Dann haben wir hier den Festplatz. Und auf den kommt man halt auch, wenn man hier unten vom Café hoch... von der Schneiderei hochrennt. Kommt man hier halt auch zum Festplatz. Und hier hinter dem Festplatz habe ich dann nämlich so einen kleinen Aufgang gemacht. Und hier ist nochmal so ein anderer Festplatz. Also hier ist es dann halt zu bestimmten Anlässen. Wird der hier halt auch dementsprechend geschmückt und dekoriert. Im Moment ist es halt einfach so eine kleine Kaffee-Ecke. Zu Karneval ist das aber hier so eine Partymeile. Und ne, das wird halt immer umgestaltet, je nachdem, wie es denn dann gerade passt zur aktuellen Jahreszeit. Und hier weiter den Weg hoch durch dieses kleine sumpfige Gebiet kommt man dann zu meinem Wohnort. Hier wohne ich. Mein Briefkasten wackelt, ja. Ich habe hier halt, so wie in dem anderen bei uns, habe ich hier halt eine kleine Werkecke gemacht, ne, wo ich mir alles sofort greifen und basteln kann. Schön am Strand. Und dann habe ich hier eine kleine Sitzecke mit einem Ofen und einem Wasserfall. Und hier haben wir nochmal eine Sitzecke, wo man dann einfach mal das Meer genießen kann. Wo
Wollte ich auch immer noch ein bisschen weiter ausbauen, aber na, da fehlen mir noch die Ideen. Komm, wir gucken uns auch das Haus an. Gucken wir mal ins Haus. Wenn wir hier schon eine kleine Inseltour machen. So, das ist das Wohnzimmer. Auch sehr rustikal gehalten und gemütlich. Oh, hier hängt noch die Deko von Halloween. Die habe ich nie abgenommen. Sehr gut. Und dann kommt man hier in die Küche. Die ist auch noch nicht wirklich fertig. Da könnte ich auch noch irgendwie Möbel gebrauchen. Weil hier steht, das steht auf so einem komischen kleinen Tischchen. Das steht auf dem Boden. Das ist halt auch noch alles nicht wirklich final. Aber schon mal, ja, schon mal ganz brauchbar. Es ist zumindest mehr Küche, als wir aktuell haben. Möchte ich dazu mal sagen. So, gegenüber davon habe ich mein kleines Schlafzimmer. Das ist so gemütlich und süß, ne? Ich liebe dieses Schlafzimmer. Es war eins der ersten Räume, die ich damals fertig gebaut habe. Und ich habe ihn nie verändert. Ich habe an diesem Raum nicht einmal wieder was verändert. Der bleibt so, wie er ist. Ist er nicht kuschelig? Ich mag ihn. Mein kleines Schlafzimmer. Und ein Raum, auf den ich sehr, sehr stolz bin, mit dem ich sehr glücklich bin, ist unser Badezimmerchen hier oben. Da habe ich nämlich ein Badezimmer gemacht. Und das finde ich auch wunderschön. Hier hat man die Toilette, so ein bisschen privat hinter dem Paravon. Wir haben eine Dusche, eine Badewanne, wir können Wäsche waschen, Katzenklüchen. Doch, das Badezimmer, das mag ich auch sehr. Das ist echt schön geworden. So, jetzt fehlt noch der Dachboden und der Keller. Das haben wir bei uns im Haus ja noch gar nicht ausgearbeitet. Da fehlt uns auch noch... welcher Raum fehlt uns denn? Ich glaube, in die Richtung der Raum fehlt uns noch, ne? Gehen wir erstmal nach oben. Im Dachboden habe ich nämlich meinen kleinen Hobbyraum. Und zwar nähe ich sehr gerne. Deswegen habe ich hier so eine kleine Nähecke. Hier so ein paar, ja, ich sag mal Cosplays. Einmal Prinzessinnen-Cosplay. Dann hier sowas, sowas Asiatisches. Hier so ein Prinzessinnen-Ding. So ein Gothic-Ding. Bisschen Raumdiffuser, dann ein Go-Brett. Ich spiele nämlich gerne Go. Es macht sehr viel Spaß. Und ein paar Notizen. Hier wollte ich auch noch in die Ecke, ja, so eine Computerecke eigentlich bauen, ne? Weil das ja auch zu meinen Hobbys gehört. Aber irgendwie habe ich den Raum noch nie wirklich groß weitergemacht. Aber bisher sieht der schon sehr, sehr gut aus. Fällt auch eine kleine Zeichenecke, weil ich zeichne auch wahnsinnig gerne. Könnte man auch noch irgendwie mit in diesen Raum einbringen. Und dann haben wir noch den Keller. Und den Keller habe ich wirklich so gehalten wie einen Keller, ne? Eine Rümpelkammer. Ja, ist auch noch nicht wirklich viel drin. Also ein altes, schäbiges Sofa. Hier so ein Regal. Hier steht noch eine Mülltonne. Hier hängen die Preise da oben. Ist halt, ja, hier noch eine Gefriertruhe, ne? Keller halt. Könnte noch rumpeliger und voller sein, aber ich muss gestehen, ich habe meinem Haus am Ende nicht mehr wirklich viel Aufmerksamkeit geschenkt. Ich habe die Räume so einigermaßen nur so eingerichtet und dann war gut. Dann war gut. Und dann habe ich mich nicht mehr groß damit beschäftigt, sie weiter auszubauen. Sollte ich mal noch machen. So, wieder raus in die frische Luft. Machen wir weiter mit der kleinen Inseltour. Und zwar... geht es hier hier die Treppe hoch in meinen kleinen, ja, es war früher mal ein richtiger Wald und dann habe ich es umgebaut. Hier haben wir jetzt den Campingplatz mit einem großen Lagerfeuer, wo man sich dran setzen kann. Hier campt gerade halt keiner, hier ist noch eine Werkbank, hier kann man sich hinsetzen, was essen mit einem Kochplatz. Halt alles so, ja, kleine Campingecke. Und wenn man hier den Weg weiter entlang geht, unten sieht man auch schon im Wohnhaus, dann kommt man hier zu Rubinas Haus. Hier wohnt Rubina, mein kleines Space-Häschen.
Der hat nämlich in der Wohnung, die Wohnung ist halt komplett so futuristisch eingerichtet, deswegen hat sie hier was zum Sterne gucken, hier den Globus, um die Sterne zu erforschen und den Planeten zu erforschen. Ein Zelt, falls sie mal hier draußen einpennt. Bei nachts in die Sterne gucken, ihre kleine Rakete. Ganz niedlich geworden hier. Dann kann man hier wieder zurück. Da gibt es noch keine Abkürzung, aber braucht man ja auch nicht immer. So, dann kann man sich hier so ein bisschen durchschlagen. Zu Walter, der hier wohnt. Da habe ich ein bisschen außen ein bisschen Fehldesign, muss ich sagen. Walter hat halt hier ganz viele Sportgeräte hinbekommen. Sowas, was ich so ein bisschen bei unserem Toni machen möchte. Aber Walter ist gar kein sportlicher Charakter. Das habe ich verwechselt mit meinem anderen Charakter, der hier auf der Insel wohnt. Aber, ja, der hat halt ein anderes Design gekriegt und war schon fertig. Und dann habe ich das einfach mal so gelassen. So, hier haben wir einen riesigen See. Ich liebe diesen See. Hier kann man sie halt hinstellen und so aufs Wasser gucken, in die Ferne, mit einer kleinen Insel mit Entchen drauf. Und hier, bisschen abgeschieden und gemütlich und rustikal, wohnt meine kleine Mona. Sie ist auch. Ah, ich liebe, bis auf einen, liebe ich alle meine Bewohner. Das ist Mona. Guckt, wie süß sie ist. Sie hat hier so ganz rustikal und gemütlich und kuschelig. Oh, dich habe ich hier noch nie gesehen. Das heißt wohl, du kommst von einer anderen Insel. Verstehe. Chinguin heißt du also. Freut mich, mein Name ist Mona. Schön, mal jemanden von außerhalb kennenzulernen, Brumm. Ja, freut mich auch. Ach, so gemütlich bei ihr. Tschüss. So. Haben wir da auch besucht. Dupdi-dupdi-du. Und dann haben wir hier eine riesige Fläche. Also hier ist im Frühjahr und Sommer wachsen hier überall Blumen. Das ist komplett überwuchert mit Blumen. Das ist meine Blumenwiese. Aber wie gesagt, jetzt im Winter wachsen halt nicht viele Blumen. Und hier oben haben wir halt meinen sportlichen Charakter. Allerdings, ihr seht schon, es ist sehr asiatisch gestaltet hier. Denn das Häuschen ist halt sehr asiatisch und er ist halt Asiate oder Japaner. Und ja, das war so ein bisschen ein Fehldesign, aber ich mag das hier viel lieber als so ein sportliches Setting. Und hier haben wir mein zweites Häschen. Oh, er ist gerade am Kochen. Cool. Hey! Habe ich dich erschreckt? War nicht böse gemeint. Manchmal muss meine ganze Energie raus. Du bist zu Besuch hier, oder? Cool. Ich heiße übrigens Aki. Es wäre schön, mit jemandem von woanders befreundet zu sein. Ja, Aki, was kochst du? Hey, hat dich der Duft hergelockt, Mackie? Was machst du Leckeres? Sehr gute Frage. Orangenmarmelade soll das werden. Du weißt, dass ich Sportler bin. Hab ich das schon mal erwähnt? Das ist es, was meinen Motor antreibt. Zur Hantel. Mein Hirnmuskel hatte gerade eine Idee. Ich könnte dir das Rezept geben. Ja, mach mal. Nehme ich gern. Dankeschön. Der Geschmack ist das Wichtigste. Lass dich von der Präsentation nicht ins Schwitzen bringen. Cool, Dankeschön. Guck mal, haben wir von Aki doch mal direkt noch ein Rezept abstauben können. So muss das laufen. Perfekt. Und ich finde, da passt dieses asiatische Setting. Passt halt viel besser als so ein Sportsetting. Deswegen hat er das bekommen. Und dann habe ich hier so einen kleinen geheimen Trampelpfad. Der überwuchert ist, der hier unten zum Anlegeplatz von Rainer führt. Das habe ich auch auf einem Foto mal gesehen, so richtig verrucht, so, ne, piratenmäßig. Fand ich cool. Wollte ich haben. Deswegen auch hier dieser versteckte Trampelpfad dahin. Gut, kämpfen wir uns hier mal wieder raus. Und dann kommen wir hier unten zu meiner Blumenzuchtecke, beziehungsweise der Ausstellung von den ganzen Blumensorten. Hier fehlt mir halt noch die grüne, aber hier wächst halt immer wieder eine weiße nach. Aber ist nicht schlimm, die pflanze ich dann immer aus. Dann bei den Tulpen habe ich noch nicht alle.
Hier habe ich alle 6 Farben von. Hier habe ich alle 6 Farben. Hier habe ich alle 6. Hier habe ich auch alle 6. Also mir fehlt eigentlich nur noch da oben diese Runde. Aber die ist wirklich sehr schwer zu züchten. Das ist das Problem. Tulpe bin ich, glaube ich, einfach zu blöd für die letzte zu kriegen. Und wo ich mit hart am Kämpfen bin. Also hier habe ich halt auch alle, wie man sieht. Wobei, nee, eine fehlt da noch, ne? Die lilane fehlt noch, ja. Stimmt, die lilane. Und die Rosen. Die kriege ich auch nicht zusammen. Ich habe hier schon... Ich züchte hier wie so eine Irre. Mit verschiedenen Guides versuche ich hier die Blumen zu züchten. Aber es funktioniert nicht, will nicht. Und hier habe ich den Charakter, den ich eigentlich gerne ausziehen lassen würde. Mit dem rede ich jetzt auch mal nicht. Nicht, dass wir den auf einmal auf unserer Insel haben. Muss nicht sein. Es ist ein Großbär. Warte mal, wie hieß der? Guck mal, ich weiß den Namen schon gar nicht mehr. Ike. Ike muss nicht sein. Nee, nee, nee. So, und hier klauen wir uns jetzt mal die Früchte, die uns fehlen. Die 3 haben wir. Hier haben wir den Birnenbaum. Da schnappen wir uns mal die 3 Birnen. Dann können wir die nämlich schön bei uns einpflanzen. Und haben wir noch einen einfacheren Apfelbaum? Nee, sieht gerade nicht so aus. Ich hoffe, die verlieren wir jetzt nicht, die Äpfel. Nee, funktioniert. Gut. So, dann machen wir die Inseltour mal eben zu Ende. Hier wohnt noch Svenja. Und hier, ja, hier haben wir meine Geroiden-Party auf dieser Insel. Ist auch reines Chaos. Sie haben aber auch Spaß. Spaß ihres Lebens. Wie gesagt, hier wohnt Svenja und sie hat halt ganz viele blaue und weiße Blumen. Die bleiben halt auch das ganze Jahr da stehen. Sie sind ein bisschen ausgeartet. Ich glaube, ich muss da mal wieder was auspflanzen. Ich habe sehr viele Mädchen auf meiner Insel, merke ich gerade, ne? 3 Jungs? Ne, 4 Jungs. 4 Jungs und 6 Mädchen. Oh, ist ein guter Schnitt. Hi! Oh, eine Besucherin. Cool, dich hier zu treffen. Du heißt Jinguin. Wow, so einen Namen hätte ich auch gern. Ich bin Svenja. Voll die mega Abwechslung, mal jemanden von einer anderen Insel hier zu treffen. Ja, dieser Stuhl, ja, er gehört nicht wirklich hier rein. Es ist passiert. Ungewollt. Ich muss mal gucken, dass ich ihr irgendwas schenke, dass dieser Stuhl da wieder wegkommt. Passt ja nun gar nicht in die Wohnung. Ja, und dann hier unten eine Ecke, die ich auch wahnsinnig liebe. Meine kleine Angelecke. Hier mit einem kleinen Angelstand und diesen Objekten vom Angelturnier und hier dem Angelsteg. Und hier wohnt halt der Otokar, der Oktopus. Und ich finde, das macht sich hier so schön, ne? Diese Angelecke. Liebe ich auch. Liebe ich sehr. Hier haben wir noch so einen kleinen... Ja, so ein Volleyballnetz, auch wenn der Abstand ein bisschen gering ist zum Spielen, ne? Aber muss man halt aufpassen. Und dann war es das im Groben eigentlich auch schon. Das ist so meine kleine Insel hier. Oh, komm, wir klauen uns einfach mal die Flaschenpost. So, haben wir denn jetzt die Früchte, die wir wollten? Ja, wir wollten Äpfel haben, wir wollten Birnen haben. Wir lernen mal die Orangenmarmelade. Und wir gucken, was wir hier noch drin haben. Bambusabsperrung. Ich weiß, dass ich die mit dem anderen Charakter schon kann, also lernen wir sie mal für sie. So, perfekt. Juti. Ach so, nee, es gibt ja noch was. Und zwar habe ich hier ja noch, haha, fast vergessen zu zeigen, mein Museum. Hier haben wir mein Museum. Hier draußen mit so ein paar kleineren Fossilien. Hier ist noch ein kleiner Brunnen. Hier habe ich so eine kleine Ausgrabungsstätte gemacht. Und dann wohnt hier ja auch noch jemand, nämlich meine süße Bettina. Guck, wie süß sie ist. Hallöchen, du musst eine Besucherin von einer anderen Insel sein. Ich bin Bettina. Ich heiße dich als zukünftiger Popstar und zukünftige Celebrity von Kakariko willkommen. Toll, dich hier zu treffen. Du bist Jinguin? Gehen wir mal zusammen shoppen?
Sie wohnt halt hier unten. Auch ganz gemütlich. Mit Meerblick. Ja. Dann war's das mit der Insel. Dann haben wir alles gesehen. So, dann geht's hier die Treppe wieder runter und dann kommt man hier wieder bei meinem kleinen, bei meiner kleinen Schneiderei raus. So, aber bevor wir jetzt hier Kakariko verlassen, jetzt muss ich mal eben umgreifen zu meiner anderen Switch. Denn ich habe noch ein paar Fossilien im Lager gefunden. Und die schmeiße ich jetzt mal hin. Die kann dann nämlich Shinguin mitnehmen. Vielleicht haben wir ja das Glück und bekommen ein bisschen... Oh, ich hatte keinen Platz mehr. Hey. Und haben da noch ein paar, die wir nicht haben. Oder das eine, was uns noch fehlt. So, habe ich hier noch was, was ich ihr da lassen möchte? Nein. Nee, sieht nicht so aus. Okay. Gut. Dann sammeln wir die Sachen mal ein. Ist nur minimales Cheaten, ne? Würde ich sagen. Ganz dezent. Was denkst du nach, Genie? Hm? Mal Platz, lass mich mal den mitnehmen. So. Und dann würde ich sagen, verlassen wir doch Kakariko wieder. Hier, Shini, sag mal Tschüss. So. Dann würde ich sagen, bis irgendwann mal wieder, ne? Schussi. Sehr schön. Ich weiß auch gar nicht, haben wir jetzt eigentlich... konnte man das nicht... Ja, hier haben wir den Chatlog. Gemeinsam spielen, ja, dass man nichts verpasst. Es gab auch so eine Freundschafts-App. Aber ich weiß nicht mehr, wie die geht. Warte, ich guck mal eben bei der anderen Switch. Wie hat man die bekommen? Diese beste Freunde-App. Wir sind doch eigentlich Freunde auf der Switch. Oder nicht? Hm. Oder es geht nicht wegen dem lokalen Modus? Ich weiß nicht. Da muss ich nochmal gucken, wie man das hinbekommt. Aber dann könnte man sich nämlich zum Beispiel Post schicken. Also wenn ich irgendwas sehe auf meiner ersten Insel, wo ich mir denke, oh, das könnten wir gut auf Hateno gebrauchen, dann könnte ich das einfach per Post rüberschicken. Und dann hätten wir das bei uns. Ja. Auf nach Hause. Das wäre eine ganz gute Option. Aber dafür muss man halt irgendwie befreundet sein. So, gespeichert. Sehr schön, dann kann ich nämlich Kakariko, während wir fliegen, schon mal beenden. Ja, Hateno sieht halt von oben noch nicht so beeindruckend aus, ne? Es ist, wobei, das lässt sich schon... Macht sich schon gut da, ne? Und ich habe auch geguckt, hier auf Kakariko, diesen Zaun, den ich dachte, den ich haben will, den gibt's halt wirklich. Also, den gibt's. Wir hatten nur bisher nicht das Glück, ihn zu bekommen. Ja, könnten wir bitte landen und aussteigen? Dankeschön. So, wieder zu Hause. Und dafür gab es Meilen, dafür, dass wir geflogen sind. Und wir haben auch hier noch Meilen abgeschlossen. Und zwar mein Eiland, dein Eiland. Bedenke doch auch deine Nachbarinseln. Ab und zu mit einem Besuch. Je öfter du fliegst, desto mehr Nook-Meilen verdienst du. Wer kann da widerstehen?
dafür, dass wir einmal jemanden besucht haben, bekommen wir Meilen. Und hier neben die, also das hier der Erfolg ist, wenn Leute zu uns kommen. Vielleicht kann Shini uns ja mal besuchen. Können wir ja auch mal machen. Weiß zwar nicht, was sie hier will, aber gut. So, hier haben wir Platz. Hier buddeln wir jetzt erstmal einfach nur, damit wir es schon mal parat haben. Den Apfel ein. Und die Birne. Und dann haben wir alle Früchte, die man haben kann. Sehr schön. Das war ja unser Ziel heute. Obstbauer. Wir haben die Birnen. Und die Äpfel. Sehr schön. Alle Früchte. Erste Achievement hier vollständig ausgefüllt. Zumindest was mehrere Möglichkeiten hat. Sehr gut. Dann würde ich sagen, gucken wir in der nächsten Folge, dass wir die Fossilien auf unserer Insel ausbuddeln. Vielleicht mache ich das jetzt auch gleich noch. Und dann bringen wir eine große Fossilienrunde einmal zu Eugen und gucken mal, ob da was Interessantes, Neues dabei ist. Und dann können wir gucken, wie wir hier die Insel bei uns weiter gestalten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüsselü!